Hallo, dies ist wieder Xen Squad mit Mega Man 5 Overload 3. Wir sind immer noch im Level von Gyroman und ja, versuchen uns weiter durchzukämpfen. Ich hätte gerne Rustjet als Unterstützung, auch wenn er hier in dem Spiel wohl nirgendwo vor den Proto-Man-Leveln gefordert ist, vor den Schloss-Leveln allgemein. Möchte ich ihn trotzdem haben, um mir diverse Passagen in diesem Hack ersparen zu können. Weil ich nämlich genau weiß, dass ich an diversen Passagen, die man sich damit erleichtern könnte, ansonsten Ewigkeiten sitze. Von daher erspare ich uns doch lieber ein wenig Zeit. Ja, dankeschön. Wegen dem Einstrich. Soll es mir jetzt egal sein. Naja, mal schauen, vielleicht treffen wir heute ja mal Gyroman. Kommt drauf an, wie das restliche Level aussieht und wie ich mich anstelle. Ja, da muss ich halt wirklich an der obersten Stelle abspringen, damit ich noch rankomme. Tja, Save-Sets sind natürlich ja auch wieder nicht mehr erlaubt. Aber ich will ja noch nicht urteilen, ne? Hab ja erst zwei halbe Level gesehen. Muss halt auch dazu sagen, ich habe keine Ahnung mehr von den ursprünglichen Levelstrukturen von Mega Man 5. Von daher weiß ich auch nicht, wann ein Level zu Ende sein wird. Kann's nur schätzen. So, jetzt holen wir sie uns. Jetzt nützt das auch was. Ja, bisher in dem Hack nicht wirklich Überraschungen. Geschicklichkeitspassagen, genauso wie ich sie erwartet habe in einem Overload-Hack. So. Ich sehe, das Ding darf ich mir auch nochmal holen. Das ist super. Das ist jetzt eher unschön. Dir. Weg mit euch beiden in dem Fall. So. Gut. Die Passage ist auch nicht so dramatisch, wenn man ungefähr weiß wie. Bei dem Gegner hätte es mich nicht gewundert, wenn ihr da einfach den Schaden erhöht hättet. Die Gegner finde ich bei der Passage halt schon. Finde ich bei der Passage schon gemein. Ich meine, man kann unter ihnen durchspringen, aber ja, wahrscheinlich soll man das auch. Fliegen nicht ohne Grund so hoch. War klar. Die tolle Passage. Ach komm. Okay, wir haben es überstanden. Gut. Von hier aus ging das Originallevel nicht mehr allzu lange, aber das heißt ja nicht, dass hier nicht nur irgendwelche Fiktivitäten warten können. Ach nee. Bosszeit. Wow. Gut. Gut, gut. Am wenigsten am Anfang der
zweiten Folge dieses Projekts einen Boss. Hallo Gyroman. Okay. Der Werte her wurde offensichtlich nicht verändert. Hab ich kein Problem damit. Au. Ja. Die Sache war nicht schwierig. Aber gut, ich freue mich. Wir haben endlich einen Boss geplättet und kriegen den Rust-Chat dafür. Das heißt, ab jetzt wird alles ein wenig einfacher. Ja, und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zur Starman. Haut doch hin! Nee, das Level war in Ordnung. Das Level war vollkommen in Ordnung. Ah, Moment. Ich wollte den Rust-Chat ja auch noch hierfür haben. Erstmal wieder in die Stacheln. Gut. Nee, ich wollte eigentlich den Schaden fressen. So, damit die mir nicht mehr auf die Nerven gehen. Warum erscheint Rush da? Wie soll man das denn sonst machen? Wenn Rush da erscheint, dann kann ich ihn nicht nutzen. Wie komme ich sonst da unten ran? Über den Rand hinaus kann ich das Ding auch nicht einsammeln. Nee. Wie komme ich denn da hin? Ich sehe ohne Rush-Chat jetzt da keine Möglichkeit. Nee, da muss es irgendeine Möglichkeit geben. Soll ich an dieses M herankommen? Das ist halt auch der Mega Man 5 Rush Chat, das heißt, mit dem kann ich nicht einfach im Raum herumfliegen, wie es mir passt. Ich vermisse den Mega Man 3 Rush Chat. Ansonsten fiele mir halt nur noch der Super Arrow ein. Schau ich halt einfach gleich mal. Kann ich hier nochmal in Level rein? Ah, okay. Ja gut, dann muss ich einfach mit dem Super Arrow dann nachher nochmal in die Starmans Level. Aber vorher darf ich jetzt erstmal ein paar Leben in den Abgrund werfen. Und vorher immer wieder die volle Aufzugfahrt genießen. Gut. Aber wer geht denn davon aus, dass jemand das austestet? Von daher, das ist kein Vorwurf. Das ist absolut kein Vorwurf.
der anderen Seite, ja, ich wüsste jetzt keine andere Lösung als mit dem Super Arrow. Von daher, ich meine, auf dem Super Arrow weiß ich, dass man rutschen kann. Und so käme man unter den Plattformen durch. Also von daher, gut, ich meine, es ist möglich, nochmal in das Level zu gehen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ob das wirklich der Plan dahinter war, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Weil ich sowas von den Entwicklern eigentlich nicht erwarten würde, dass sie von einem erwarten, dass man zweimal ins selbe Level reingeht. Also halt wirklich zweimal. Extra dann nochmal, nachdem man den Boss schon erledigt hat. Ich schätze mal, dass ich dann das Level auch schaffen muss, um... Ich meine, so kann ich aus dem Level nicht raus. Wenn ich krepiere, sind die Buchstaben weg. Ach ja, die Passage. Ich mag Rush Coil aus Mega Man 5 übrigens immer noch nicht. Auch wenn ich ihn hier bei der Passage jetzt dringend brauche, aber ich mag ihn immer noch nicht. Daran wird sich auch nichts ändern. Ich finde diesen Rush Coil einfach furchtbar. So. Das ist auch nicht problematisch. So, und da wären wir schon am Mittelpunkt. Well. Ein Leben, dankeschön. So. Ja gut, das ist jetzt etwas problematisch. Habe ich mir gedacht. Muss ich wahrscheinlich auch Rush Coil hernehmen. Eieieiei. Weg mit dir. Einfach alles wegrotzen. Auf der anderen Seite, war das Level bis hierhin so schlimm? Naja, wir hatten halt die Rush Coil Angelegenheit. Ja, wobei, ich muss ja gar nicht bis ganz nach oben. Verlangt ja keiner. Die Sache hier ist... Naja, da muss ich da unten an die Kante ranspringen. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und da man an diesen Gegnern theoretisch Waffenenergie ernten könnte. Oder an den beiden. Oder an dem da. Kann man auch nicht behaupten, dass es im Hinblick auf die Waffenenergie irgendwie ungerecht wäre. Ich könnte aber auch was ganz anderes machen. Ich könnte einfach Schaden fressen. Ah, diese dämlichen Meteors. Netter Stachel. Fast. Komme ich da so drüber? Hm, ganz knapp nicht. Ich suche halt ganz gerne nach Lösungen ohne... Also ab und zu suche ich gerne nach Lösungen ohne Gegenstände. Jetzt wo ich diesen kleinen Hopser, die Passage mit dem kleinen Hopser geschafft habe, tut's mir schon wieder leid, dass ich den Rush-Hitter nutzen wollte. Diese Meteors sind so furchtbar. Magst du mich mal treffen? Dankeschön. So. Ja gut, da könnte man oben Rush Coil platzieren und dann damit nochmal hochhopsen oben. Also, da sehe ich die Lösung schon.
Die dämlichen Läufer. Naja, die habt ihr gelassen. Kommen jetzt hier die Meteoriten. Das war schon eine Sache, die mich im Original-Level genervt hat. Diese dämlichen Meteoriten. So, kurz treffen lassen. Ich glaube euch gerne, dass man hier ohne Schaden durchkommen kann. Glaube ich euch alles gerne. Weiß ja, dass ihr das alles immer komplett durchtestet. Von daher mache ich mir diesbezüglich mal keine Gedanken. Ja, den Teil erspare ich mir trotzdem hiermit. Auch wenn ich weiß, wie die Lösung mit Rush Coil höchstwahrscheinlich gedacht ist, ich muss es mir ja nicht antun. Tja. Meine Lieblingsgegner aus Mega Man 5. Vor allem im allerletzten Level habe ich den mal ganz gern gehabt. Tja. Hätte ich doch weiter nach rechts gemusst, okay. War mir gerade unsicher. Na denn, nochmal. Mir gefällt halt der Gedanke nicht, dass ich das alles hier später nochmal machen darf. Gut, später werde ich mir die ganze Sache nochmal wesentlich vereinfachen. Dann wird Ratchet eingesetzt, wo immer es möglich ist. Naja, waren für sich auch wieder keine blöden Level-Ideen. Die Sache mit Rush Coil ist in Ordnung. Ist nicht dramatisch. Eigentlich halten sie alle nur einen Schuss aus, aber die sind halt trotzdem durch ihre Bewegungsart und Weise so nervtötend. So, übliches Prozedere. Und zack. Alles. Ein Plan. Nein, falsch. Da habe ich gerade noch überlegt, will ich das, will ich das? Ja, passt schon. Nee, passt eigentlich nicht. Gibt es eigentlich irgendeinen Boss in diesem Spiel, der ohne Waffe zum Problem werden könnte? Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Also die Bosse an für sich, nicht mit ihren Leveln zusammen. Mit den Leveln zusammen ist schon klar, aber ich denke, okay, da haben wir die trefferlose Taktik für die Gegner. So, machen wir einfach so.
einfach wie im Original-Level aus dem Bildschirm raushüpfen und sich den ganzen Käse egal sein lassen. War klar. Wenn mir ein Energietank gegeben wird, warum nicht? So. Nö, sag ich. Nö. Ganz einfach nö. Gut, aber wenn ich gerade aufs Zeitessen schaue, machen wir den Boss in der nächsten Folge. Nächstes Mal bei Mega Man 5 Overlord 3 besiegen wir höchstwahrscheinlich Starman. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.